Unsere Themen am Freitag. Tipp wächst langsam. Hoffnungsträger Miri Jutta vor dem Debüt. Und Geiselnahme in der Kammerbühne. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Jeder Meter zählt. Treten Sie mit uns in die Pedalen. Wir feiern in Potsdam 25 Jahre Brandenburg. Ihre Lokal-TV-Sender sind dabei am Stand des brandenburgischen Fernsehnetz. Schwingen Sie sich in den Sattel. Bei kilometerweit aktiv für Flüchtlinge zahlen Unternehmen der Region für Ihren Einsatz. Der Erlös geht in die Flüchtlingsarbeit von Vereinen. Also strampeln Sie mit. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Cottbusser sind zufriedener mit ihrer Stadt. Das ergibt eine neue Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Städtekranz Berlin-Brandenburg. Die letzte Umfrage dieser Art wurde 2009 durchgeführt. So stieg die Zahl derer, die das Erscheinungsbild der Stadt mit sehr gut bewertet haben, um 4%. Gelobt wird zudem der Zustand von Gebäuden, der Nahverkehr sowie Einkaufsmöglichkeiten. Kritisiert wird hingegen die Situation für Radfahrer und Fußgänger. Insgesamt also ein positives Fazit. Es gibt nur einen Wermutstropfen. An der Online-Umfrage haben nur 234 Menschen teilgenommen. Eher enttäuschend ist auch die aktuelle Situation im Technologie- und Industriepark. Dort sollten eigentlich viele Investoren die Wirtschaft ankurbeln. Getan hat sich aber nur wenig. Heute kam aber wieder etwas Bewegung ins Thema. Es sollte der Industriestandort in der Lausitz werden. Stattdessen freie Fläche, soweit das Auge blickt. Auf dem 180 Hektar großen Tippgelände ist gerade einmal ein Viertel vermietet. Dafür steht wenigstens die Infrastruktur. So gibt es für den Massenansturm quasi nagelneue Gehwege und Kreisverkehre. Nur blöd, dass hier kaum jemand langkommt oder langkommen kann. Wir brauchen logistisches Aufkommen. Ist das da, haben wir auch eine gute Möglichkeit, hier die Verkehrsanbindung zu verbessern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass es ein ehemaliges Militärgelände war. Und es dauert seine Zeit, bis Munitionsfreiheit da ist, bis die Altlasten beseitigt sind. Doch es gibt Hoffnung. Die Logistikgruppe Barth will es wagen. Sie wollen sich hier ansiedeln. Heute ist der Spatenstich gefallen. Genug Auswahl, wo ihre Firma gebaut werden soll, hatten sie auch. Wir kamen zu Tipp, weil wir uns natürlich, für uns ist wichtig der Verkehr. Wir müssen schnell auf der Autobahn sein und vor allen Dingen, wir müssen nahe zu unserem Hauptkunden sein. Das ist die Firma hier, die Ordner herstellt in der Region. Und wir übernehmen die Fertigprodukte und versorgen auch das Werk mit Rohstoffen für die Produktion. Und da braucht man nahe Wege, weil alles, was zu weit weg entfernt ist, verursacht Kosten. Bis zu 40 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Ein Vorhaben, das Zuversicht gibt. Nach den Rückschlägen der letzten Jahre kann hier vielleicht doch noch ein Industriestandort entstehen. Viel Zeit hat er nicht. Vasile Mirijuta ist gestern erst seinen Dienst als neuer Trainer des FC Energie Cottbus angetreten. Morgen steht schon das nächste Spiel an. Es geht auswärts gegen den FC Magdeburg. Wegen des knappen Zeitplans wird deshalb nicht an ausgefeilten Spielzügen gearbeitet. Der neue Trainer setzt vielmehr auf alte Tugenden. Lazi ist zurück. Das FC Urgestein soll den Untergang bei Energie als neuer Cheftrainer stoppen. Bei seinem ersten Training hat er die Leistung der Spieler ganz genau beobachtet. Für die nächsten Wochen verfolgt Mirijuta eine einfache Taktik. Ich habe meine Philosophie. Ich will attraktiver Fußball spielen, aber das erste Mal interessiert mich in dieser Situation, wo wir sind in Abstiegskampf, Punkte zu holen. Und nach, wenn du gewinnst, kommt der attraktive Fußball auch. Aber das erste Mal bin ich einer Trainer, der ich will keine Gegentore bekommen. Das ärgert mich. Und davon gab es in letzter Zeit reichlich. Außerdem will Mirijuta wieder richtige Typen auf dem Platz sehen. Zu seiner aktiven Laufbahn hat er unter anderem mit Christian Beek und Tomislav Piplitzer bis zur letzten Spielminute gekämpft. Ich will hungrige Leute sehen auf dem Platz. Ich kämpfe nur für sie selber, kämpfe für diesen Verein, weil dieser Verein für diese Region ist alles hier. Ja? Ich habe hier 10 Jahre gelebt. Ich weiß, ich kenne sehr gute Menschen von dieser Region. Was bedeutet für diese Leute Energie Cottbus?
Wir können nicht so lassen. Dass wir müssen alles tun, dieser Verein, wie schnell wie möglich. Er hat die Lage verstanden. Jetzt sind die Spieler gefragt. Wer von ihnen in Magdeburg auflaufen wird, ist noch offen. Für die Fans ist Miriuta allerdings die letzte Rettung. Viele erinnern sich bei ihm an die Hochzeiten von Energie. Außerdem hoffen sie, dass er den Verein wieder in die Erfolgsspur zurückholt. Ob das klappt, wissen wir dann morgen. Anstoß ist um 14 Uhr. 54 Junghandwerker aus ganz Deutschland sind derzeit zu Gast in Cottbus. Im Bildungs- und Technologiezentrum findet der 11. Bundeswettbewerb Jugend schweißt statt. Cottbus ist erstmals Ausrichter. Gestern haben alle Teilnehmer eine Fachprüfung geschrieben. Heute haben die Schweißwettkämpfe begonnen. Der Gewinner steht am Samstagabend fest. Morgen Abend steht auch fest, wie das neue Schauspiel in der Kammerbühne bei den ersten Besuchern angekommen ist. Maya Müller-Schulz oder Nie wieder einsam heißt das Stück von Marc Becker. Die Zuschauer können dann eine etwas andere Geiselnahme erleben. Herr Meier ist einsam. Er sitzt fast den ganzen Tag alleine in seiner Einraumwohnung, doch davon hat er irgendwann genug. Und was macht man, um seiner Einsamkeit ein Ende zu setzen? Man entführt natürlich einfach irgendjemanden auf offener Straße und nimmt ihn als Geisel mit nach Hause. Eigentlich ein Plan, der völlig abwegig klingt. Und trotzdem bringt Herr Meier eines Tages Herrn Schulz mit nach Hause. Dieser ist mit Handschellen gefesselt und bewegt sich vor Meiers gezückter Pistole. Zu guter Letzt bekommt er auch noch eine Augenbinde. Während sich Meier und Schulz langsam kennenlernen, steht auf einmal Frau Müller vor der Tür und die komisch schräge Geiselfarce nimmt seinen Lauf. Regisseurin Alexandra Wilke spricht mit der Inszenierung jeden an. Nicht nur die Leute, die sich bereits mit der Einsamkeit auseinandergesetzt haben. Für alle Probleme, die es so im Mikrokosmos gibt, sage ich mal, bedarf es vor allem erstmal der Initiative des Einzelnen, etwas zu tun. So, und das wird in dem Stück sehr witzig dargestellt. Auch für Leute, die sich jetzt nicht mit dem Thema Einsamkeit so sehr beschäftigen, haben wir es ja doch mit einer kleinen Gesellschaft zu tun. Drei Leute, Müller, Meier, Schulz, sind ja auch so Allerweltsnamen, die, also wirklich, es könnte jeder sein. Und diese drei lernen sich im Laufe des Stücks immer besser kennen. Herr Meier, gespielt von Thomas Harms, versucht anfangs die ganze Geiselnahme mit fadenscheinigen Ausreden und Geschichten zu vertuschen. Herr Schulz, gespielt von Henning Strübbe, kann aufgrund Meiers Bedrohungen nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Und Frau Müller kommt mit weiblicher Initiative doch irgendwann dahinter, dass diese Geschichten nur erfunden sein können. Man arbeitet, weil man Arbeit hat. Man will frei sein, weil man gefangen ist. Ganz vorsichtig, Schulz. Aber genau so ist es. Frau Müller. Henning Strübbe spielt einen Großteil des Stücks gefesselt und mit verbundenen Augen. Eine besondere Herausforderung in seinem ersten Stück vor dem Cottbuser Publikum. Es ist interessant und nicht ganz einfach immer, weil man halt natürlich sich eines Sinnes komplett beraubt wird und auch einer wichtigen Ausdrucksmöglichkeit als Schauspieler einfach, aber es ist nicht unspannend. Also es ist, wir proben immer noch, man sucht halt, womit erzählt man dann trotzdem in der Zeit, wo man mehr oder weniger eine Statue im Raum ist auch teilweise. Aber es ist spannend, sagen wir so. Ja. Das Stück Meier, Müller, Schulz oder Nie wieder einsam setzt sich mit viel Humor mit einem Phänomen der modernen Gesellschaft auseinander, der Einsamkeit. Meier, Müller und Schulz packen das Problem an und sind auf einmal gar nicht mehr so alleine, da sie ihre eigentliche Einsamkeit vereint. Was passiert, wenn Schulz seine Augenbinde abgenommen bekommt und er Müller und sein Entführer Meier das erste Mal sieht, das kann sich jeder bei der Premiere am Samstag in der Kammerbühne selbst anschauen. Wer dann nicht dabei sein kann, versucht es einfach bei einer der nächsten Vorstellungen. Der nächste Termin ist der 30. September. Weitere Aufführungen sind am 11., am 24. und am 30. Oktober geplant. Es gibt an diesem Wochenende in Cottbus aber noch anderes zu tun. Wir haben drei Tipps für Sie. Für den dritten müssen Sie nicht einmal das Haus verlassen. Großer Abschluss. Der diesjährige Sommerleseclub ist ab morgen vorbei. Zum Ende gibt es aber noch eine Abschlussparty. Sie startet am Samstag um 10 Uhr in der Spreegalerie.
Dann werden auch alle Kinder ausgezeichnet, die in diesem Sommer 3 oder mehr Bücher gelesen haben. Sie bekommen ein Zertifikat, das auch in das Schulzeugnis einfließt. Zudem wird es eine Tombola und eine Zaubershow geben. Der Sommerleseklub ist eine Aktion der Stadt- und Regionalbibliothek. Insgesamt 229 Kinder haben in diesen Sommerferien 778 Bücher gelesen. Stars von morgen. In der Lausitz Arena startet morgen die EG-Wohnen Juniors Trophy. Viele talentierte Nachwuchsturner messen sich dann wieder untereinander. Geturnt wird in 3 Altersklassen. Am Samstag findet die Qualifikation statt. Am Sonntag stehen dann ab 10 Uhr die Gerätefinals an. Viele spätere Spitzenturner haben in den vergangenen Jahren an der Juniors Trophy teilgenommen. Sie findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Mondfinsternis. Nachtschwärmer und Frühaufsteher sollten in der Nacht von Sonntag zu Montag einen Blick in den Himmel werfen. Dann wird es eine totale Mondfinsternis zu sehen geben. Es wird aber nicht ganz finster. Bei dem Spektakel handelt es sich um einen sogenannten Blutmond. Er wird also in rotem Licht erscheinen. Gegen 3 Uhr nachts soll es losgehen. Der Höhepunkt wird gegen 4.45 Uhr erwartet. Stellen Sie sich also zeitig einen Wecker, wenn Sie das Naturschauspiel nicht verpassen wollen. Verpassen sollten Sie die nächste Ausgabe von LTV aktuell natürlich auch nicht. Die gibt es wie gewohnt am kommenden Montag. Dann stellen wir Ihnen unter anderem den sogenannten Supererntekönig der Region vor. Schalten Sie dann also wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Dieses Smartphone ist der perfekte Begleiter für den Alltag. Das Samsung Galaxy J5 hat ein 12,63 cm großes HD Super AMOLED Display, das sehr farbstark und kontrastreich abbildet. Der 1,2 GHz Quad-Core Prozessor bringt zusammen mit den 1,5 GB Arbeitsspeicher euer Samsung-Handy so richtig in Schwung, selbst wenn ihr mehrere Apps und Funktionen gleichzeitig ausführt. Zudem gibt es neben den 8 GB internen Speicher, wovon 4,3 GB verfügbar sind, einen MicroSD-Steckplatz, in den ihr Karten mit bis zu 128 GB stecken könnt. Somit habt ihr immer genug Speicherplatz auf eurem Handy. Mit der 13-Megapixel-Kamera schießt ihr eure Fotos nicht nur in brillanter Qualität, sondern dreht eure Videos auch noch in HD. Das Besondere an der Frontkamera ist ein LED-Blitz, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen dabei hilft, eure Selfies gut auszuleuchten, sodass ihr und eure Freunde immer gut zu sehen seid. Ihr habt bestimmt auch schon mal einen Moment verpasst, in dem ihr ein Foto machen wolltet, weil ihr euch umständlich durchs Menü klicken musstet. Das ist hiermit vorbei, denn mit einem Doppelklick auf den Home-Button startet ihr sofort die Kamera. Mir passiert das auch ständig, dass mein Handy kurz vor leer ist, vielleicht kennt ihr das auch. Dafür hat dieses Handy einen Energiesparmodus, der die Akkulaufzeit verlängert und nur die wichtigsten Funktionen angeschaltet lässt. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expertfachmärkten für nur 199 Euro. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kauflandcenter in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Am Abend zieht sich der Himmel langsam zu. Örtlich kann es regnen, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen in der Nacht bei 12 Grad. Am Samstag wird es sonnig, wenn auch nicht ganz so warm wie in den letzten Tagen. Maximal 17 Grad können wir erwarten, dafür bleibt es trocken. Gleiches Spiel am Sonntag, Regen ist unwahrscheinlich, die Sonne scheint und Höchstwerte von 17 Grad. Der Super Kokott 2015 am 26. September auf dem Reitplatz Silo. Das Jugendaktiv der Domowina lädt alle Freunde der sorbischen Kultur und des Pferdesports ab 14 Uhr ein. Zum zweiten Mal hintereinander der Super Kokott am selben Ort. Das gab's noch nie. Denn der Siloer Erntekönig Tobias Schönemann war auch im letzten Jahr siegreich. 20 Erntekönigspaare und Oberbürgermeister Holger Kelch werden erwartet.
Der große Ball der Erntekönige. 20 Uhr im Gasthof Silo. Mit der Ehrung des Super-Erntekönigs. Unternehmer starten durch mit der Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Wir unterstützen und beraten bei Ansiedlung, bei Existenzgründung, bei Expansion, zu Fördermitteln, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Worauf warten Sie noch? Die EGC ist Ihr Partner. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus. Ungarische Weine, Spezialitäten und Geschenkideen sowie eine ganz persönliche Kundenberatung finden Sie in der Weinkiste. Genießen Sie mittwochs und freitags ab 18 Uhr Gänseleberpaté und Spätlese Tokaja-Wein für nur 9,90 Euro. Planen Sie doch Ihre nächste Betriebs- und Familienfeier mit ungarischen Charme und ungarischen Köstlichkeiten. Die Weinkiste, Berliner Straße 2. Erleben Sie auch im 9. Showjahr eine Verschmelzung von köstlichem Essen und einer nie dagewesenen Entertainment-Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr, Herr Jensen, Nüsse und Dinner. Kommen Sie mit auf eine kuriose Reise durch das tiefste Inneren des TV-Bekannten. Comedy-Bauchredner Jörg Jara. Herr Jensen ist seit über 50 Jahren verheiratet. Mit einer Frau. Ja, natürlich. Na, so natürlich ist das nicht. Meine Schwester ist mit einem Mann verheiratet. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art in der alten Chemiefabrik vom 27. November bis 19. Dezember. Für Gruppen von 2 bis 200 jetzt Ihr Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Lagerfeuer, Glühwein, Show, Buffet und Tanz. Alles an Bord. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 00. Psst, nicht nur Ihre Weihnachtsfeier können Sie bei uns buchen. Verdammt gute Firmenangebote gibt es bei uns das ganze Jahr. Infos unter www.alte-chemiefabrik.de. Sie wollen Ihren Mann doch nicht hintergehen. Jo, wen sonst?